Test. Es funktioniert. Dankeschön.
People, help the people.
Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief, auch von dieser Stelle aus noch einmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute zum Gospel-Gottesdienst, der uns einführt in ein Thema, wie wir es beim letzten Lied gehört haben. Du bist das Ziel, es geht um keinen anderen als Jesus Christus und die Frage, wie kann man eigentlich mal einen Film drehen über Jesus Christus? Aber vorher muss ich noch eine kurze Episode erzählen. Manche von euch werden sich gewundert haben, und wir haben miteinander telefoniert, Paul, und ich habe gesagt, hast du nicht Lust, mit deinem Dreiklang mal zu mir in den Gospel-Gottesdienst zu kommen? Und Paul sagte, du weißt aber, dass wir keine Gospelmusik machen. War das ein Problem? Vielen, vielen Dank für die super schöne Musik. Vielen, vielen Dank. Manchmal ist die erste halbe Stunde so schön, da mag ich da hinten gar nicht aufstehen. Dann denke ich, habt ihr noch eins? Aber wir hören euch nochmal. Auf jeden Fall, und ich freue mich da schon drauf. Wir feiern diesen Gottesdienst wie immer im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und wollen gemeinsam Gott loben, ihn ansingen mit dem Lied Lord, I lift your name on high. Ich erinnere an alte Jesus-Filme, dann denke ich an Filme aus den 50er, 60er, 70er Jahre. Und wenn ich mich erinnere, was man da so für Jesus-Bilder und Szenen vor Augen hatte, dann war das sehr theatralisch,
kitschig, überzogen. Und ich merke immer wieder, das ist völlig anders, als ich mir das in meinem Kopf vorstelle, wenn ich in der Bibel von Jesus lese. Das heißt, wenn in mir Bilder entstehen von Jesus, von seinen Jüngern, von den Menschen, die ihm begegnen, hatte das mit den meisten alten Filmen für mich jedenfalls ganz wenig zu tun. Aber jetzt gibt es eine neue Verfilmung des Lebens und des Wirkens von Jesus. Eine amerikanische Produktion, die, wie ich sagen kann, wirklich anders ist. Sie wurde über Crowdfunding finanziert und hat sich binnen kürzester Zeit zu einem Phänomen mit weltweit über 400 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern entwickelt. The Chosen, der Auserwählte, heißt sie. Gemeinsam mit Dallas Jenkins und Tyler Thompson hat sich Drehbuchautor und ausführender Produzent Ryan Swanson daran gemacht, das Leben von Jesus neu zu verfilmen. Aber diesmal nicht als opulenter Kinoschinken, sozusagen 4 Stunden alles drin, alles dran, sondern ein typisch für unsere Zeit, so à la Netflix und Co. The Chosen auf insgesamt 7 Staffeln angelegt, mit jeweils 8 einzelnen Folgen von knapp einer Stunde Länge. Das heißt, diese Serie lässt sich Zeit für die Jesus-Geschichte. Zeit, um Jesus selber darzustellen, aber vor allem Zeit, um die Geschichten der Menschen zum Leben zu erwecken, die Jesus auf ihrem Weg begegnen. In der ersten Staffel sind das zum Beispiel Maria Magdalena, die von inneren Dämonen fast zum Selbstmord getrieben wird. Da ist der Gelehrte Nikodemus, der sein gesamtes theologisches Wissen plötzlich auf dem Prüfstand sieht. Oder der Zöllner Matthäus, der mit den Römern zusammenarbeitet und deshalb von seinen Mitmenschen gehasst wird. Oder der Fischer Simon, der sich in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat und kurz vor dem Abgrund steht. Sie alle begegnen Jesus, der in dieser Serie so menschlich dargestellt wird, wie man ihn bisher so noch nicht gezeigt hat. Jesus ist warmherzig, humorvoll, einladend, aber gleichzeitig auch anders, eben mehr als nur ein Mensch mit Fähigkeiten und Möglichkeiten, die alles Menschenmögliche übersteigen. Aber schaut doch einfach mal selbst in den Trailer für die erste Staffel. Von der ersten Begegnung mit Maria von Magdala bis zur Hochzeit in Kana, von der Heilung des Gelähmten bis zum nächtlichen Gespräch mit Nikodemus, von den ersten Berufungen am See Genezareth bis zum Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, die erste Staffel ist bereits voll von vielen bekannten biblischen Erzählungen mit Jesus. In einem bunten Mix aus allen 4 Evangelien erzählt sie von Anfang an seines Wirkens. Bibelnah in den gesprochenen Worten, authentisch in der Darstellung der damaligen Zeit, mit all den jüdischen Riten und Glaubensüberzeugungen, aber auch im Umgang mit den Konflikten der verhassten römischen Besatzung in Palästina. Kein Wunder, denn ein jüdischer Rabbi, ein katholischer Priester, ein Professor für Neues Testament haben die Drehbücher und Skripte jeweils gesichtet und beratend überarbeitet. Und das merkt man dieser Serie an, auch die vielen Kleinigkeiten, die zu sehen und zu entdecken sind, führen einfach großartig in die Zeit damals. Man bekommt einen tollen Einblick in das Leben damals, in die Hoffnungen und Ängste der Menschen, in das, was sie bewegt und was geschieht, wenn Jesus in ihr Leben tritt. Also kein Jesus-Film, sondern eine Jesus-Erfahrung. Und ihr merkt schon, ich bin ziemlich begeistert von dieser Serie, weil sie neugierig macht und Jesus auf eine Weise nahe bringt, die vielen Menschen eine Tür öffnet. Menschen, die erleben, dass Jesus in my house kommt, dass er zu mir kommt und mir begegnet. Und davon wollen wir gemeinsam singen mit dem nächsten Lied. Heavenly Father, for your love for me, I'm forever grateful that you sacrificed your Son to save my soul and change my destiny. Thank you, God, for Jesus and me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now.
Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, dass du deinen Zuckerfrucht auf mich unbegreiflich liebst, hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Gott, für Jesus in mir. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus und so ist in jeder Zeit es mir hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Thank you for the purpose you have placed in me. Thank you for forgiveness and the chance to start again. I face the future knowing I will be safe and sound with Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life, and always will be. Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst. Ich darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst. Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt, Jesus ist bei mir jeden Tag. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus und zu wissen, jede Zeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und im Leben. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life, and always will be. Eine Szene aus der Serie möchte ich heute Abend herausgreifen und euch genauer zeigen, weil ich glaube, dass sie typisch ist für die ganze Staffel, und das ist der sogenannte Fischzug des Petrus. Der Fischer Simon, den Jesus später Petrus nennen wird, er hat eine schwere Zeit hinter sich. In der Serie wird gezeigt, wie er bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt. Simon hat Schulden, hat sich dazu mit auf die Römer eingelassen, mit ihnen kooperiert, und er steht kurz vor dem Absturz. Eine Nacht bleibt ihm noch, um mit den gefangenen Fischen seine Schulden zu begleichen. Aber in dieser Nacht sollten er, sein Bruder Andreas und seine Freunde keinen einzigen Fisch fangen. Es ist eine schreckliche Nacht. Auch wenn in der Bibel von dieser Vorgeschichte nichts steht, so erzählt die Serie sehr glaubhaft, wie es hätte gewesen sein können. Es ist eine mögliche Vorgeschichte einer der Personen, die Jesus begegnen. Ich glaube, die allermeisten kennen diese Erzählung, wie es dann am Morgen weitergeht, als Jesus Simon am Ufer trifft. Der Evangelist Lukas hat diesen Moment festgehalten im 5. Kapitel, und Hilmar Wolf-Döttingen liest ihn uns einmal vor. Jesus stand am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und sagte zu Simon: Fahr hinaus in tieferes Wasser, dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote,
bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, erging es ebenso. Die beiden arbeiteten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Das Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Wie mag man sich das vorstellen? Mit dem Boot, mit Simon, mit diesem wundersamen Fischfang, der Reaktion von Petrus. Schaut mal, wie das in der Serie ausgesehen hat. Ob sich das so zugetragen haben mag? Ob es vielleicht genau so ausgesehen hat, als Simon den Fischfang seines Lebens gemacht hat? Wer weiß. Aber ich finde, diese Darstellung ist schon ziemlich nah dran an meinem Kopfkino, das ich bis dahin beim Lesen dieser Geschichte regelmäßig vor Augen hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, denen das Lesen in der Bibel fremd ist, auf diese Weise eine Menge von Jesus in bewegten Bildern mit auf den Weg und damit auch etwas zum Nachdenken bekommen. Aber wir haben etwas zu antworten an dieser Stelle, unser Glaubensbekenntnis. I believe in you, God. Ich bitte euch dazu nach Möglichkeit aufzustehen. Spirit and
Bitte nicht mehr Platz, danke. Seit einem halben Jahr haben wir bei uns im Bibelcafé die Folgen der ersten Staffel nacheinander angeschaut. Heute vor zwei Wochen war der Abschluss. An den Abenden haben wir uns mit den zugrunde liegenden Bibelversen, den Filmen, aber auch unseren eigenen Gedanken dazu beschäftigt und ausgetauscht. Das waren, wie ich finde, sehr, sehr schöne, eindrückliche Abende. Und dabei hat jede und jeder seinen eigenen Zugang zu The Chosen gefunden, mit sehr positiven Eindrücken, aber natürlich auch kritischen Nachfragen. Ich habe heute einmal Hilma Wolf Döttingen und Hartmut Wilde gebeten, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Kommt bitte zu mir und ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Hilma, vielleicht magst du anfangen. Ja, nach dieser Episode, die wir gerade, oder diese Szene, die wir gerade gesehen haben, da fühle ich mich genau so, wie ich oft war, als ich diesen Film gesehen habe. Sehr berührt und sehr emotional. Das geht mir manchmal auch beim Lesen in der Bibel so, aber nicht so oft. Jesus ist mir da vor allem als Mensch nahe gekommen. Auch wenn ich manchmal den Eindruck hatte, dass er in der aktuellen ersten Staffel, die wir bisher gesehen haben, sehr freundlich, sehr liebevoll, manchmal fast amüsiert rüberkommt. Ich denke mir, dass das sicher eine Seite von ihm war. Und vielleicht kommen ja vermehrt auch noch andere Seiten in den weiteren Folgen zum Vorschein. Ganz wichtig war unser Austausch im Bibelcafé nach dem gemeinsamen Sehen. Einerseits, weil andere ganz andere Dinge gesehen hatten, andere Details, aber vor allem, weil wir uns dann gemeinsam auf die Suche begeben haben, welche Bibelstellen vorkommen, welche Zitate und was die tiefere Aussage hinter dem Geschehen ist. Hilfreich dafür war auch die Einordnung in die damalige Zeit, die uns vor allem Frank Morgner geben konnte. Was hatte der Hund zu bedeuten, die Netze auf der rechten Seite auswerfen, Wasser zu Wein wandeln bei der Hochzeit zu Kana? Interessant auch, dass einigen von uns manchmal unsere Auslegung zu oberflächlich war. Und dann haben wir den Text eines Theologen gelesen, der jedem Detail viel mehr Bedeutung gab. Für mich ist diese Verfilmung sehr bereichernd und ich freue mich schon auf die zweite Staffel in Deutsch, auch wenn wir jetzt im Bibelcafé vielleicht erstmal eine kleine Pause einlegen. Ja, lieber Frank, das ist so viel, dass ich das aufschreiben musste. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr ich mit amerikanischen Serien auf Kriegsfuß stehe. Aber als wir vor einigen Monaten zum ersten Mal The Chosen gesehen haben, war ich positiv überrascht. Die Serie gefällt mir richtig gut. Die Dialoge, ihr habt es eben auszugsweise gehört, die deutschen Synchronisationen ganz hervorragend. Alle Rollen sind wunderbar besetzt. Die Schauspieler großartig. Einige Figuren haben mich besonders fasziniert, wie zum Beispiel der Zöllner Matthäus, ein ungeliebter Mensch, stets auf der Hut vor seinen Mitmenschen, der immer auf Distanz lebt. Oder Nikodemus, der begreift, dass Jesus der Messias ist. Aber es zerreißt ihn förmlich, weil er als Pharisäer eine andere Rolle zu erfüllen hat. Oder die Samariterin am Jakobsbrunnen. Die Szene ist eindrucksvoll beschrieben. In der Gesellschaft ist Mensch nicht gleich Mensch. Das war damals nicht anders als heute. Aber Jesus begegnet ihr unvoreingenommen, freundlich und herzlich. Stimmig inszeniert war auch die Geschichte von der Heilung des Gelähmten.
die Menge vor dem Haus, die den Weg versperrt hat, wie sie mit vier Mann den Gelähmten durch das Dach gelassen haben und dann das Erstaunen in den Gesichtern der Menschen, als er auf eigenen Beinen das Haus verlässt. Das war wunderbar. Ich habe das, was ich vorher schon mal gelesen habe, nochmal mit ganz anderen Augen wahrgenommen. Mich hat das auf meiner Gefühlsebene erreicht und in der Tat angehoben. Wichtig war mir aber, dass wir die Folgen gemeinsam angeschaut und hinterher drüber gesprochen haben. Ich brauche das Gespräch, den Austausch miteinander, weil es immer unterschiedliche Sichtweisen gibt. Einige waren begeistert, andere eher enttäuscht, aber im Gespräch haben wir immer alle etwas für uns mitgenommen. Also mich hat das weitergebracht und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam weiterschauen. Zwei von vielen verschiedenen Stimmen bei uns aus dem Bibelcafé und ich selber finde das großartig, weil diese TV-Serie ganz, ganz nah an der biblischen Grundlage bleibt, sie mit dem historischen Hintergrund super verbindet und weil diese Geschichten sehr authentisch inszeniert sind und weil tatsächlich etwas von dem Geist zu spüren ist, der von Jesus ausgeht, den man aber in Worte gar nicht fassen kann. Okay, kritisch wäre natürlich zu hinterfragen, ob das nicht alles doch ein bisschen zu unkritisch inszeniert ist. Schließlich haben wir das damals ja nicht aufgeschrieben, um die historische Darstellung zu bieten, sondern das sind Glaubenszeugnisse. Und kann man aus Glaubenszeugnissen dann Filmszenen machen? Und alle vier Evangelisten so einfach durcheinander mixen? Alle vier haben ein ganz unterschiedliches Bild von Jesus, aber hier in der Serie kommt die eine Geschichte neben die andere, da wird die Hochzeit zu Kana neben die Heilung des Gelähmten gestellt, obwohl Markus und Johannes völlig andere Ideen von Jesus hatten. Und was ist mit all denen, die bei den ganzen Wundergeschichten dann doch eher einen distanzierten Umgang pflegen? Ja, die zwar glauben, dass Jesus Gottes Sohn war, aber die Wundergeschichten nicht wörtlich, sondern eher im übertragenen Sinn verstehen. Und zuletzt bleibt natürlich jede Verfilmung immer nur ein Versuch, eine Annäherung an etwas, was gar nicht wirklich dargestellt werden kann. Und ich glaube, das Lesen in der Bibel, das Schöpfen in der Quelle, kann so eine Serie niemals ersetzen. Aber sie kann neugierig machen, Lust machen, vielleicht Jesus überhaupt für sich ganz neu oder auch an Jesus Neues zu entdecken. Und dazu möchte ich euch heute Abend einladen, einfach mal in diese Serie reinzuschauen. Man kann sie kostenlos auf YouTube oder mit einer eigenen App auch auf dem Smartphone anschauen. Und seit einigen Wochen gibt es sogar die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel in Deutsch synchronisiert. So jedenfalls wird es weitergehen. Ein kleiner Vorgeschmack auf die zweite Staffel am Ende. Und wir wollen selber von Jesus singen. My Jesus, my Savior, zum Abschluss unseres thematischen Teils. Wir singen gemeinsam. All of my days.
Gospel-Gottesdienst, so wie in den vergangenen Jahren auch. Wir haben Urlaub, machen einen Monat Ferien, das heißt im August gibt es keinen Gospel-Gottesdienst. Wir sehen uns hoffentlich alle gesund, munter, erholt am 1. September um 19 Uhr hier wieder in der Christuskirche mit dem Gospelchor Rejoice. Die wollten schon vor 2 Monaten da sein, aber dann kam es in letzter Sekunde doch anders. Und jetzt freuen wir uns und hoffen, dass das am 1. September mit dem Gospel Choir Rejoice klappt. An dieser Stelle aber erst einmal einen ganz herzlichen Dank für alle, die an diesem Gospel-Gottesdienst mitgewirkt haben. Wir fangen heute mal bei der Technik an. Holger Martin, vielen, vielen Dank für deine Hilfe und den schönen Sound hier in der Christuskirche. Und vielen, vielen Dank an Christoph Nee, der hinter dem Computer sitzt, um diesen Gottesdienst auch als Livestream zu übertragen. Dann natürlich, wie üblich, der Dank an unseren Küster Bodo Kölner, der schon den Wein kaltgestellt hat, der ein bisschen Eis für uns hinterher hat, auch wenn das Wetter draußen vielleicht nicht so nach Eis ist, aber ich glaube, Eis geht immer. Und von daher auch vielen Dank für alle Hilfe, Herr Kölner, fürs Vorbereiten. Dann ein ganz herzlicher Dank an Hartmut Wilde und Hilma Wolf-Döttinchen für ihre persönlichen Einschätzungen und Eindrücke aus dem Bibelcafé. Vielen Dank für euer Mitmachen heute. Und natürlich ein ganz, ganz besonderer Dank an euch für die super schöne Musik. Ihr nennt euch Dreiklang, dahinter verbirgt sich Paul Blüthner, Stefanie Bartel-Kellermann und Melina Svoboda. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns, dass wir euch gleich nochmal hören werden. Und der letzte Dank geht an euch für die Kollekte vom vergangenen Gospel-Gottesdienst. Da haben wir 318 Euro gesammelt und vielleicht kriegen wir heute noch ein bisschen mehr hin, damit unser Dreiklang auch ein bisschen was mitnehmen kann für die weiteren Proben und für die weiteren Planungen, so wie immer. Ein Teil für uns und ein Teil für euch, für eure Arbeit. Und jetzt freuen wir uns auf einen weiteren Liedvortrag von euch. Aber nicht zu vergessen auch ein ganz herzlicher Dank an Frank Mortner, der wieder mal einen tollen Gottesdienst geführt hat. Holger.
Und dann sehen wir uns noch eine Zugabe, okay? Wollen wir das so machen? Aber wir wollen trotzdem am Ende diesen Abend in Gottes Hände legen. Wir wollen beten und ich bitte euch dazu, noch einmal nach Möglichkeit aufzustehen. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abend. Danke für die schöne Musik. Danke für die Begegnung mit dir und für neue, bildhafte Eindrücke. Wir bitten dich, lass uns immer wieder neue Wege beschreiten, um dir nahe zu kommen. Schenk uns immer wieder neue Lieder, die wir singen, neue Texte, die wir hören, neue Bilder und Filme, die wir sehen. Begegne uns darin. Komm uns ganz nah und lass uns in dir erkennen, wie sehr du uns liebst. Wir bitten dich heute für alle, die sich in den Ferien auf den Weg in den Urlaub machen. Schenk ihnen erholsame Zeiten, gute Begegnungen, neue Eindrücke und lass sie behütet und gesund wieder heimkehren. Und wir werden auch heute nicht müde, dich auch noch einmal mehr für den Frieden zu bitten. Für die Menschen, die viel mehr als nur unglücklich sind, die in der Ukraine Krieg erleben und erleiden, die Angst haben, um ihr Leben fürchten, die ihre Heimat verlassen mussten und bis heute auf der Flucht sind. Lass die Menschen spüren, dass sie auch von dir nicht vergessen sind. Und zeig uns auch heute Wege, wie wir den Menschen dort und den Geflüchteten hier in Wolfsburg helfen können. Am Ende nehmen wir die Stille, um dir die Menschen deiner Sorge und Treue anzubefehlen, die uns heute ganz persönlich am Herzen liegen. Und lassen am Ende all unsere lauten und leisen Gebete in das Gebet münden, das du uns zu beten gelehrt hast, wenn wir gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hinein in diesen Abend und in die vor uns liegende Ferienzeit im Frieden mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und er schenke uns seinen Frieden. Amen. Thank you.
Vielleicht sehen wir uns schon am 17. Juli zum Abendgottesdienst hier in der Christuskirche oder am 1. September wieder hier zum nächsten Gospelgottesdienst. Aber vielleicht kommen wir auch miteinander ins Gespräch bei einem Glas Wasser oder einem Glas Wein. Seid herzlich eingeladen. Aber ich hoffe, das klappt mit der Zugabe, oder? Dann müsst ihr euch alle nochmal hinsetzen. Genießt die schöne Zugabe. Danke, dass ihr hier seid und vielen, vielen Dank für den tollen Abend mit euch. Aber wir haben vorhin für die Menschen in der Ukraine gebetet. Und wir singen noch einmal People Help the People. People, and if you're